Hey, also heute habe ich mal eine etwas ungewöhnlichere Gaming-Tastatur vor mir. Dabei handelt es sich um die Tesoro Tizona Spectrum, eine 10 Keyless bzw. TKL-mechanische Tastatur, allerdings mit einem optionalen Zubehör, dem Tizona Spectrum Numpad, eigens für diese bestimmte Tastatur entwickelt. Diesen Nummernblock kann man rechts, wie gewöhnlich, oder auch links anbringen oder den Block halt für eine ganz andere TKL-Tastatur nehmen, um so trotzdem die Numpad Funktion zu bekommen. Das Keyboard allein kostet rund 120 Euro, derzeit das Numpad satte 45 Euro. Also doch recht heftige Preise für beide Produkte, aber zumindest gibt's hier RGB, nicht wahr? Nein? Okay. Zuerst einmal würde ich mir gern die Tizona Spectrum allein ohne den Nummernblock ansehen wollen. Es ist eben eine TKL-Tastatur, 10 Keyless offensichtlich, und sieht doch relativ gut aus. Das hätten wir schon mal. Das Numpad passt optisch perfekt mit der Tastatur zusammen, beide Sachen verschmelzen praktisch zu einer Einheit mit einem quasi verborgenen USB-Anschluss und den zusammenhaltenden Magneten. Interessanterweise wird uns nicht nur ermöglicht, den Nummernblock rechts anzubringen, wo er normalerweise so ist. Nein, man könnte beispielsweise diesen auch links aufbauen. Zugegeben schon irgendwie eigenartig, aber jedem das seine, schätze ich mal. Beides, Tastatur und Numpad, verfügen über Füßchen und Ständer, die wiederum perfekt zusammenpassen. Was Schalter anbelangt, würde man wahrscheinlich Cherry MX erwarten, aber tatsächlich sind es hier die Kale Red mit einer Lebensdauer von 60 Millionen Tastenanschlägen und alles in einem, spec-technisch ziemlich beeindruckend. Selbst der Nummernblock ist gut ausgestattet, wiederum für perfekte Übereinstimmung. Onboard bekommen wir auch die Möglichkeit, zwischen 6 sowie N Key Rollover umzuschalten, und das Tippen mit den roten Kale-Schaltern bringt schon Befriedigung, ähneln den roten Cherry MX, fühlen sich aber dennoch vielleicht etwas weicher an. So hört sich's an. Obwohl die Außenhülle aus Kunststoff ist, fühlen sich die Tastatur und das Numpad extrem hochwertig verarbeitet an und überzeugen auch mit deren Gewicht. Was mich persönlich stört, ist die fehlende Handballenauflage. Ich verstehe schon, dass es etwas schwierig ist, all diese Dinge zu kombinieren, Keyboard, Numpad und Handballenauflage, aber es gibt eben Leute, die so eine verdammte Handballenauflage brauchen, und darunter bin auch ich. Der RGB-Wahnsinn ist sicherlich real und zu dem Preis zu erwarten. Tesoro hat gute Arbeit mit der Beleuchtung geleistet und bringt auch ein paar coole Effekte mit der Software mit. Mit dieser kann schon viel angefangen werden. Makros aufnehmen, die sogenannten Thumb Keys, also Daumentasten nutzen. Außerdem synchronisiert Keyboard-Software automatisch all die Einstellungen wie beleuchtungsorientierte zwischen Nummernblock und Tastatur. Oh, und übrigens verfügt die Tizona Spectrum über ein abnehmbares USB-Kabel, dieses Mini-USB hier, und gleich daneben ein DC-Eingang, welcher, glaube ich, für die weitere Stromversorgung für das Numpad oder so ist. Da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ansonsten ist der Rest eigentlich super ähnlich wie bei den meisten guten Gaming-Tastaturen am Markt. Profil, Mediatasten, Winlock-Taste und all das gute Zeugs. Das Produkt oder die Produkte sind in der Tat gut. Was mich allerdings dabei stört, ist der übertriebene Preis. Dann kommt schon 120 Euro fürs Keyboard und optional 45 fürs Numpad. Das muss wohl eines der teuersten Tastaturen sein, die ich bis jetzt so vorgestellt habe. Aber die Idee dahinter ist durchaus innovativ und dafür muss ich vor Tesoro meinen Hut ziehen. Hätte ich einen. Ich kann beides, die Tizona Spectrum und das Numpad, weiterempfehlen, aber sie verdienen gerade mal so wegen der hohen Preisgestaltung meine Silber-Auszeichnung. Nur wegen Innovation drücke ich hier mal ein Auge zu, sonst wäre es hier eigentlich Bronze. Und wie immer, danke fürs Zuschauen.